Fabiola Eimek, Zuschauer Fabian hier mit den ersten Bildern zu Worms 3. Den vierjährigen Geburtstag von Worms nimmt das Entwicklerteam von Team 17 zum Anlass, Worms 3 anzukündigen. Das neue Worms kommt exklusiv für mobile Plattformen und wird noch im dritten Quartal für iPod Touch, iPhone und iPad erscheinen. Das Gameplay von Worms bleibt selbstverständlich erhalten und wird in Worms 3 weiter ausgebaut. Die Entwickler versprechen für Worms 3 einen asynchronen Online-Mehrspielermodus sowie einen lokalen Mehrspielermodus für bis zu 4 Spieler, bei dem man sein Gerät weitergibt. Darüber hinaus wird Worms 3 einen Einzelspielermodus mit 27 Missionen bieten, bei denen ihr die Themengebiete Strand, Geister, Farm und Kanal unsicher machen dürft. Weiterhin verspricht Team 17 neue Waffen wie den Noravirus, die Black Hole Granate, Canned Heat, aber auch die Rückkehr von Klassikern wie die Old Lady, Homing Pigeon und Boogie Bee. Außerdem wird es in Worms 3 4 Wurmklassen geben, unter anderem den Wissenschaftler oder den Soldaten. Über ein Kartensystem kann man dem Spiel zusätzliche strategische Tiefe verleihen. Nicht zuletzt versprechen die Entwickler verbesserte Grafiken, Airplay-Unterstützung, verschiedene Steueroptionen, einfachere Menüs und natürlich jede Menge Erfolge und Ranglisten. Wie sieht es bei euch aus? Freut ihr euch auf Worms 3 oder konntet ihr mit den verrückten Würmern noch nie etwas anfangen? Schreibt eure Meinung zum Spiel doch in die Kommentare. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Video, euer Fabian.